Ich hatte gedacht, Sitzplätze wären praktisch Bildschirme, die zeigen, was im Umfeld passiert, eventuell die Rheinauen zeigen auf den Bildschirmen auch und solche Sachen zeigen, Stadttheater, was stattfindet und solche Sachen eben. Und ein Brunnen in der Mitte, der sich weiterführt durch Steine auf der Straße, die auch in Blau dann eingefügt werden. Also die Wellen, die bilden sich dann fort sozusagen. Zum Beispiel Duisburg als Technologiestadt würde eigentlich ganz gut passen. Aber es wäre vielleicht schön, wenn man auch Elemente und Artefakte darstellen kann, die Duisburg, sagen wir mal, technologieorientiert, modern, zukunftsgewandt darstellen könnte. Deswegen auch in Bezug auf die Beleuchtung vielleicht, genau. Dass das an den Landschaftspark erinnern könnte. Fernreisebusse, die nehmen zu. Das muss, dieser Zweck muss 100% erfüllt sein, ehe man sich weiter Dinge irgendwie verbaut. Mein Name ist Hermann Dirkes, ich sitze im Stadtrat. Für mich steht der Platz unter den drei Begriffen kommen, gehen und verweilen. Also nicht nur einfach drüber rennen und möglichst eine Entfernung zu überwinden, sondern auch für einen Teil des Publikums was Spannendes anzubieten, was Neues, was zum Verweilen einlädt. Für Ankommende halt eine beeindruckende atmosphärische Situation für diese Stadt. Mein Name ist Anna Nelting, ich arbeite für die Multidevelopment GmbH und verweilen ist unser Stichwort. Wir sind sehr daran interessiert, einen wunderschönen Platz zu machen, der zum Verweilen einlädt, der hohe Aufenthaltsqualität bietet. Diesen Platz als Versammlungsplatz nutzen wollen, wo irgendwas stattfinden könnte. Ob nun Diskussionen oder irgendwelche Musikalitäten. Ich bin Geschäftsführer der Duisburger Taxizentrale. Wir haben seit 10 Jahren den unhaltbaren Zustand in Duisburg, dass wir am Hauptbahnhof ungefähr 12 Taxiplätze zur Verfügung haben. Wir brauchen aber mindestens 25. Es ist also im Moment so, dass Taxifahrer und normalen Bürger die Parkplätze wegnehmen. Dadurch entstehen immer wieder Konflikte und das muss, wenn wir die Platte schon neu gestalten wollen, anders werden. Das nennt sich Säulen von Duisburg oder Duisburger Schirm. Und mein Entwurf soll aus 8 Säulen bestehen, jeweils eine für einen Buchstaben des Stadtnamens. Es sind die Säulen der Industrie, die wesentlich die Entwicklung Duisburgs zu einer modernen Stadt geprägt haben. Sie sind durch Schiffsseile miteinander verbunden und können mit Segeltuch oder Ähnlichem bespannt werden. Um einen Schirm zu bilden zum Schutz und Aufenthalt, zum Beispiel bei Veranstaltungen und Platzkonzerten. Interessant wäre es, erst eine Säule als Prototyp aufzustellen und die anderen nach und nach dazukommen zu lassen. Ich bin bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft zuständig für die Angebotsplanung. Für uns ist diese Stelle die Hauptschlagader unseres Liniennetzes. Und von daher wäre mein Augenmerk, Nahverkehr muss an der Stelle möglichst störungsfrei gelingen. Ansonsten haben wir ein Problem im ganzen Stadtgebiet. Seit gestern Abend bewegt mich das Thema Mobilitätsdesign. Das war ein interessanter Vortrag von Herrn Schweiger. Und es wäre ganz gut, wenn wir dies auch in die Planung einbeziehen könnten. Nachhaltigkeit, finde ich, ist unheimlich wichtig, dass wir also die modernen Technologien verwenden, um so wenig wie möglich Energie und dergleichen zu verwenden. Also ich könnte mir vorstellen, dass alles, was überdacht wird, automatisch Solar sein sollte und dergleichen, denn wir haben ja eine Sonnenlage. Wenn ich rauskomme, muss ich neugierig werden. Ich muss neugierig werden, dass ich nach rechts gucke und neugierig werde, jo, als Fremder, eigentlich will ich ja dahin. Ich will ja die Leute auf die Königstraße bringen. Also die als Gäste kommen, als Konsumenten kommen, die will ich auf die Königstraße bringen. Also da muss die Neugierde geweckt werden. Die Bahnhofstraße ist die Magistrale, die den Bahnhof in die Altstadt, an die Stadtmauer anbinden wollte. Also ich finde, diese historische Betrachtung ist eine ganz wichtige, um diesen Ort zu verstehen, an dem wir sind. Und aus dieser Überlegung heraus komme ich wieder zu einer Definition des Ortes. Für mich die Conclusio in so einer Verknüpfungsfunktion des Platzes eigentlich gegeben. Ne? Also die hier einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und deshalb muss man sich auch von diesem räumlich begrenzten und sehr, sehr separierten Blick, den man auf dem Platz hat, eigentlich lösen. Also für mich ist, um das nochmal zu wiederholen, der Punkt Verknüpfung von Funktionen, die hier erwünscht sind, also aus der Bürgerschaft, aus dem Akteurskreis, eigentlich das Leitbild, was wir hier weiter verfolgen müssen.